Jo Leute, was geht ab? Mucke hier am Start. Wir spielen ARK. Und zwar ist das ein kleines Update-Info zu unserer Base. Für die meisten, die im Stream dabei waren. Oder ich glaube, ich habe sogar auch wieder mal, wie immer, in einem der anderen Videos erwähnt. Wir spielen auf dem Center-Server, der ein Vibe hatte, nach dem großen Fight, dessen Videos gerade hochgeladen werden. Ich glaube, das erste habe ich hochgeladen. Ich denke, ich werde das alle 2 oder 3 Tage hochladen. Und ich zeige euch jetzt ein kleines Base-Update. Wir haben wieder neu gebaut. Ziemlich ähnlich wie beim letzten Mal. Also wir haben auch schon wieder hier die ganzen Pyramiden. Bisschen nur weniger Verteidigung. Wir wollten jetzt nicht zu viel bauen. Wird alles geladen. Wir lassen das Ganze mal eben noch laden. Also wir haben hier einen Teil der Main Base. Da hinten ist der Stall. Wir haben wieder am selben Fleck. Ich mag einfach diesen Fleck. Ich kann euch auch gleich zeigen, wieso wir hier gebaut haben. Hier haben wir so eine kleine Verteidigung. Ein paar Turrets, damit die nicht von hinten kommen können. Überall. Der Stall ist ja hier mal so ein kleines Zuchtgehege gebaut, wo wir züchten. Sieht auch ganz cool aus. Hier hinten hatten wir heute 2 Gigas, Level 250 und Low Giga und ein paar T-Rex für Spinos hatten wir eingesperrt, weil wir, ja, wieso haben wir die hier eingesperrt gehabt? Die wurden über die Nacht getötet, so. War eigentlich erwartend, dass die getötet werden. Da müssen wir uns noch irgendwas einfallen lassen, weil ich möchte hier, wir könnten natürlich, wir haben hier eine extrem große Fläche. Ich will hier aber keinen Stall hinbauen, keinen großen. Wir müssen uns da irgendwas überlegen, weil wir kennen das von der letzten Center Map. Wenn wir ja so bauen, wie wir immer bauen, A, der Server wird so gut wie immer abstürzen und B, es wird sich so kaputt laggen, weil die Base einfach zu groß ist, zu viele Pflanzen, zu viel Verteidigung. Das will ich halt nicht. Ich will auf einer kleinen Base beruhen. Man muss mal überlegen, wie wir das machen. Vielleicht gehen wir hin und bauen diesen Stall, verdoppeln wir nochmal einmal nach links oder nach rechts. Mal gucken. Das wird schwer zu sagen, in welche Richtung wir den verdoppeln. Würde das hier passen? Ne, das wird hier nicht passen. Also dann würden wir in die Richtung gehen, einmal nochmal vergrößern, doppelt so groß. Und dann kommt da einfach nur eine Etage oder 2 Etagen hin, wo nur T-Rex und Spinus und so ein Shit sind. Weil ich will das echt nicht noch größer machen. Ihr habt schon eben gesehen, es lädt ziemlich lange. Es fängt dann, irgendwann kommen auch Standbilder und das möchte ich nicht, weil meine Mates haben ja auch nicht den besten PC, ne? Also nicht alle. Deswegen, nee, das machen wir nicht. Aber so sieht die Base aus. Wir haben hier ein paar Türme. Da kommen noch ein paar Geschütze oben drauf. Sind auch sehr, sehr stark, die Türme. Haben hier natürlich unten Pflanzen, oben Pflanzen, ein paar Pillars. Landen wir mal. Zeige ich euch mal, wie es von innen aussieht. Von innen ziemlich kompakt. Wir können die Tür offen lassen. Ziemlich kompakt. Also hier so ein paar Lagerräume. Da haben wir zum Beispiel Eisen, gucken wir in die Eisenkiste, ist da ein bisschen Eisen. 2 Fabrikatoren, Smithy, Chemistry Bench, alles ziemlich easy gehalten. Oben können wir auch mal hin. Da haben wir ja so einen kleinen Snipergang. Also, wenn uns jemand angreift, können wir überall von jeder Seite aus beschießen. So wie immer. Hier haben wir ein paar Pinguine. Ich weiß auch nicht, was die hier machen, aber legen ab und zu mal ein Ei. Dann haben wir einen Safe, da haben wir allen möglichen Shits drin. Dann haben wir den Raid Safe, da haben wir so ein paar gute Sachen hin, so ein paar bisschen Armor, Rüstung oder. Eben erst frisch bekommen den 98,4 Bronto Sattel, da werden wir bestimmt noch geile Raids mit aufnehmen. Da haben wir noch einen anderen Safe, das ist einfach nur, falls wir angegriffen werden. An den ist aber ziemlich schwer zu gehen, da habe ich ein bisschen, hätte ich den vorschicken sollen. Weil da haben wir halt Flak-Rüstung, heißt also, sollten wir angegriffen werden, haben wir immer ein bisschen parat. Ja, so sieht das von innen aus. Hier einen Raum weiter. Kommen wir zum großen Schmelzofen. Da kommt aber auch noch was. Ja, da kommt noch was Zweites hinzu. Also, da kommt noch ein zweiter Schmelzofen hinzu. Kann man theoretisch schon bauen. Ich bin ja schon über Level 85. Den Stall, den wollt ihr bestimmt auch sehen. Das sind die Tierchen, die wir haben. Moment, dann packe ich gleich Muckmuck ein. Weil genau das ist das, was passieren kann. Wir haben die Pflanzen zurzeit alle ausgeschaltet. Einfach weil wir zu wenig Fertilizer produzieren. Wenn wir genug Fertilizer haben, kommen die auf All Targets und dann kann auch wieder kein Dino dann. Hier oben werden die ganzen ja, Petris geparkt. Haben wir auch eine große Armee. Oben haben wir 2 Quetz. Ein Kampfquetz, den Mimi. Extra für unsere Freunde, die immer flamen. Aber das sieht ganz gut aus. Also ordentlich Viecher. So sieht die oberste Etage aus. Gehen wir eben einmal eine Etage tiefer. Was haben wir denn hier? Wir haben dieses Bitch, die eigentlich mal oben geparkt werden muss. Ein paar Schildkröten. Oh, die haben fast wieder volles Leben. Nee, eine nur ist es. Das Babyschildkröte, die muss gelevelt werden. Ihr seht schon,
Die haben alle noch wenig Life. Bedeutet, wir sind sehr aktiv dabei. Wir sind aktiv dabei, die Gegner auszumerzen. Farinus. Den Dödi haben wir eben gezähmt. Der braucht noch einen. Der braucht noch einen Sattel. Ja, und sonst haben wir ein paar kleine Sachen. Moment, wo haben wir denn hier? Ich glaube, hier müssten die Bären drin sein. Schnell mal snacken. Nicht, dass wir verdursten. Biber haben wir. Die Viecher werden ausgebrütet. Pittys müssen ja immer neue nachgeschoben werden. Turtle Explorer. Wir haben nur männliche Turtles. Wir haben ein bisschen Pech. Eine weibliche. Da hinten sind Skorpione. Damit wir Skorpionkibbel machen können und Rexe ziehen können. Hier muss irgendwo noch ein kleiner Baby-Rex sein. Da ist er, der kleine Baby-Rex. Der wächst auch noch auf. Ja, eine Kröte haben wir. Die Ramo, den Ramo-Mucken können wir mal nehmen. Jetzt zeige ich euch nämlich, wieso wir hier oben unbedingt bauen wollen. Weil ich will, ich bin jemand, ich versuche mal alle Dinos einzusetzen. So, ich bin ja jemand, vor allem die Leute im Stream wissen, ich will nicht mit Gigas rain oder so. Ich bin kein Fan von Gigas, ich bin mehr Fan von den Dinos, die sonst nie benutzt werden. Und jetzt guckt euch mal zum Beispiel den hier an. Das, der Rhino ist ein Dino, der kann, umso schneller er ist, desto mehr Schaden macht er, weil der sozusagen einen Ansturm macht. Jetzt guckt euch das mal an. Wir können hier oben, weil die Fläche halt so eben ist, können wir überall durchlaufen und alles one-hitten. Guckt euch die Zahlen an. Bam, bam. Oh, den schaffen wir wahrscheinlich nicht zu one-hitten, aber die können wir trotzdem gucken. Oh, doch, der war Level 5, der war Low Level. Macht natürlich dann so weniger Schaden, kann ich euch mal zeigen. 162 Schaden oder 2100, wenn er im Speed-Modus ist. Hier ist halt alles eben. Wir haben einige von den Rhinos. Bedeutet also, in der Verteidigung haben wir einen sehr, sehr starken Vorteil. Gegner werden natürlich nicht mit Rhinos angreifen, außer die, die im Stream. Ich habe schon ein paar Gegnern sogar Tipps gegeben. Wir haben ja zurzeit ein paar Gegner, die gucken, oder ich glaube die Hälfte des Servers gucken bei uns im Stream. An denen geben wir immer Tipps. Das ist natürlich ein bisschen dumm von uns, kann man sagen, aber ich will ja, dass die Leute auch besser werden. Dann gibt es auch bessere Fights, weil letztes Mal, sind wir ehrlich, wenn die da mit 4 Traps anfangen und nicht mal an der Mainbase ankommen, ist das ja auch nicht gut. Deswegen habe ich denen ein paar Tipps gegeben, zum Beispiel, wie sie perfekt da angreifen können, wie sie sich konzentrieren können, wie sie was machen können. Und Rhinos wären zum Beispiel auf so einer Ebene extrem starke Verteidigung. Ja, so sieht ungefähr die Base oben aus. Wir fliegen jetzt nochmal runter zur Base. Da hat sich auch einiges getan. Obwohl, so viel glaube ich auch nicht. Ich nehme dafür mal Lises Bitch. Aber Lises Bitch ist... Ich muss Muckmuck nehmen. Ich kann, glaube ich, nur mit Muckmuck fliegen. Ich habe so viel Gewicht mit. Ich habe so... Ich habe zurzeit ein sehr, sehr starkes Gear. Also, ich glaube, ich würde sogar lügen. Nein, ich glaube, ich habe sogar das stärkste Gear vom Server. Bin ich mir sogar ziemlich sicher, dass ich das stärkste Gear vom Server habe. Zumindest das Spielergear. Jetzt fliegen wir schnell runter und dann mache ich einen kleinen Schnitt und dann seht ihr, wie die Höhle aussieht. Yo, Leute, und da kommen wir wieder zurück. Hier sind wir in der Höhle. Also hier hat sich recht wenig verändert. Das wird aber alles noch ausgebaut. Da müssen wir mal gucken, wie und wann wir das machen. Weil wir konzentrieren uns zurzeit oben. Ja, schauen wir doch mal die Höhle an. Hier ist eigentlich... Ja, das... Hier stand ja vorher was. Ich weiß gar nicht. Habe ich hier schon ein Update-Video gemacht? Ich bin mir nicht sicher. Also, hier stand vorher was. Das haben wir weggemacht. Hier haben wir so einen kleinen Garten. Oh, das hat der Hedatus nebenbei alles gemacht. Sehr, sehr schön gemacht. Hat den Garten ein bisschen umgebaut. Also, das ist der Vorgarten. Da können wir sogar einmal trinken. Endlich, endlich. Wir hatten eben schon kleine Wasserprobleme hier auf dem Vulkan. Wir haben 40 Fortitude geskillt. Ich kann euch ja auch mal so ein paar Videos machen, wenn ihr das wollt. Müsst ihr mal Bescheid geben. Server-Lag? Ich glaube Server-Lag, ja, mal ein kleiner Lag. Könnt ihr mir Bescheid geben, wie ich skillen würde, was ich mache und zum Beispiel, wie wir Eisen fahren, weil wir haben da so ein paar Tricks und so. Also wir können euch da ein paar Tipps geben, wenn ihr das wollt. Jetzt hat der Herr das hier ausgebaut, hier sind ein paar Kisten, sind die beschriftet? Sind noch nicht beschriftet, doch. Finger weg, okay, mal gucken, was Finger weg ist. Forge. Okay, das ist für die Forge alles. Die werden wir nämlich eben schnell bauen. Und Hedatos sind Waffen. Oh, er hat sich einen Sniper gebaut. Der Bauer. Wir haben einen Blueprint dafür. Okay, für die Forge, die werden wir eben zusammen noch bauen. Weil die baue ich gleich auf Stream einfach. Ja, zwei Fabrikatoren, eine Smithy. Also das ist so das Standardmäßige. Hier oben noch ein paar Schränke. Hier haben wir die Dodos und Dilos. Die Dodos haben wir zum Beispiel auf eine Rampe gestellt, weil wenn die Eier legen, kullern die immer nach unten. Natürlich nur, wenn jemand in der Nähe ist. Nur so eine Eintrittstür, auch nicht schlecht. Und dann ein zweiter Generator. Hier hinten geht es
ja, zu unserem Frosch, Ersatzfrosch. Falls der oben stirbt, haben wir hier unten noch einen. Dann haben wir hier ein schönes Taming-Gehege für die kleinen Dungbeetles. Die kann man gleich mal leer machen. Ich glaube, wir hatten einfach noch ein Taming-Gehege, aber das sehe ich jetzt nicht. 2, 4, 6. Ne, die anderen sind gestorben, glaube ich. Die anderen sind gestorben. Naja, sieht gut aus, Leute. So sieht die Base aus. Ich halte euch auf den neuesten Stand. Wir können ja nochmal hier durchgehen. Viele kennen ja die Höhle gar nicht. Wir sind da gleich durch. Wir looten noch einmal den Drop. Hier gibt es nämlich einen Höhlendrop. Hier gibt es sogar 4 Höhlendrops. Bis Level 40. Das heißt, hier haben wir zum Beispiel das Blueprint für die Sniper her. Was uns noch fehlt, ist ein Blueprint für einen Mastercraft Petri-Sattel mit 75 Armor. Da hinten ist nämlich das Ding. Waffen, also das heißt, was heißt Waffen? So, Schwert kann hier, glaube ich, nicht sein, bin mir nicht sicher. Aber Pike, Blueprint, Kabel. Oh, Leute, ich krieg einen Steifen. Das wusste ich, oder doch, ich wusste, dass es da gibt, aber der fehlt uns auch. Shit, Alter, shit! Damn. Raids werden noch besser. Ja, perfekt! Perfekt, Leute. Wonderful, wonderful. Was uns noch fehlt, ist ein Petri-Sattel-Blueprint. Also, ihr seht schon. Die Blueprints in der Höhle sind schon brutal. Die sind brutal. Können keine roten drin sein, aber trotzdem sehr, sehr schön. Ja, damit, mit dem Besten, wollen wir uns natürlich vom Video verabschieden, Leute. Haut rein. Morgen wahrscheinlich wieder Raid Tale 2 und dann, oder mal gucken, vielleicht übermorgen. Und am Wochenende kommt auf jeden Fall das Finale. Der finale Part. Ich guck mal, was haben wir denn? Morgen ist Donnerstag, ja doch, und Samstag kommt dann der finale Part. Alles perfekt. Jeden zweiten Tag. Also Leute, haut rein, schönen Tag euch noch. Peace and out. Brrr.